Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Ark Bash Wars Season Nummer 11. Und ja, Folge 4. Ich war vorhin farmen, wurde dann gekillt ohne Grund von irgendeinem Tribe. Ich wurde halt gekillt von den GSG Pinguinen, glaube ich, oder von der Ali von denen. Und ja, jetzt sind meine Sachen halt weg, für die ich gestern gefarmt habe. Erstmal danke an euch, ne? Props gehen raus. Nee, ist ja jetzt auch eigentlich egal. Ich brauche nur eben kurz ein bisschen Equip, dass ich mir wenigstens die Sachen wieder neu farmen kann. Weil ich das hier sonst alles ziemlich vergessen kann. Und ja, es tut mir auch leid, dass gestern kein Video kam. Nur ich hatte mal halt keine Zeit. Ich war gestern bei einem Fußballspiel. Danach waren wir noch bei Verwandten und danach noch bei einer Geburtstagsfeier. Da hatte ich halt keine Zeit mehr, hier ein Video aufzunehmen und zu schneiden. Tut mir leid, aber dafür bin ich ja jetzt da und jetzt nehme ich ja auch gerade auf. Also hallo. So, wir brauchen jetzt erstmal ganz dringend eine Spitzhacke. Und dann können wir schon mal hier ein bisschen Metall wiederholen gehen. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Base so findet. Und was ich daran noch verbessern kann. Natürlich halt mehr Turrets, noch so mit Catwalks und so weiter. Aber jetzt so an sich, finde ich, ist die Base eigentlich ziemlich cool. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht geschützt. Also ich meine, hier sind halt Turrets. Und sie ist Full Metal. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier kann man rein, kann man von beiden Seiten an die Forge ran. Metall rein, zack. Türen immer schön schließen. Wir haben einen großen Raum. Hier kann man brüten. Hier hat man noch ein Bett zum Respawn. Und da vorne kann ich ja auch immer Metall holen. Also ist das eigentlich die perfekte Base momentan so für den Anfang. Die muss jetzt halt nur ausgebaut werden. Sprich mehr Turrets und so weiter. Zack. Komm auf den Bash Wars Server. Bin ich gleich. Hä? Am Connecten. Auf dem Bash Wars Server? Ja. Hast du dich da beworben? Ja. Echt? Okay, hier ist deine Videos. Die Löffel sind auf Eis reingefallen. Weil wir gar keins mehr haben. Oder kaum noch. Okay, mach das. Da ist jetzt wie hier auch. So, wir haben jetzt... Nein! Was hast du? Was macht mehr Schaden? Wir haben jetzt 2000 Metall.
Was macht geschmolzen. Mehr Schaden, der Rex oder eine Warte! Pfeil? Ich muss mich kurz konzentrieren. Sonst sterbe ich jetzt. Und das will ich nicht. Ich habe gerade so viel gefarmt. Ja, er ist down. User joined your channel. Warte, ich hole ihm eine Axt. Wartet! Ich tue euch nichts! Ja, der bleibt stehen und die Bombe steigt da. Okay, wartet. Wartet, ich tue euch nichts. Hilf mir bitte, der Wolf, der Wilde! Tschüss! Also, haben. Was? Mich wollte gerade jemand hier gefangen nehmen. Hä, kann man nicht grabben? Müsste man doch, oder nicht? Doch, kann man. Wo ist denn der Typ Entweder jetzt hin? Entweder bist du einfach nur schlecht und hast keinen Aim. Oder du hast ein. Oder du bist. Aber du bist einfach nur doof. Ergebt euch bitte. Nein. Ich muss einmal kurz. Was? Weg. Ich komm gleich wieder. Nein. So. Dann bitte hier einmal an Land und Ausweis vorzeigen. Bis gleich. Nee. Wieso wolltet ihr mich killen? Ich bin Neko. Und auf YouTube. Warte, sei mal kurz leise. Warte, ich muss hier kurz um. Nee, nicht oben. Hier hinter Schlafsäcke platzieren. Dass ich, falls sie mich töten, dass ich die dann killen, dass ich dann meine Sachen holen kann. Aua, wer schießt auf mich von euch? Ah, da vorne. Und rechts, links, Kinder, links. Halt, stopp, so schon mal gar nicht. Hallo. Guten Tag. Na, wie geht's dir so? Junge Felix, geh doch mal K.O. Hier will mich gerade einer töten. Geht doch. Ey. Du, ey, der Felix, der war. LOL! Hä? Seit wann kann man Adler bolern? Er ist eingeschlafen. What the fuck? Nice. Hab ihn? Also bin wieder auf dem Adler? Sauber, du kannst das, Neko. Wow. Ich habe Knochenbrüche und ich bin in der Kälte. Geh mal weg. Gut, ich kann mich jetzt von mir aus töten. Mitten im Raum einfach. Ja, mach. Mich selber töten. Jedenfalls da an der Wand, an der Wand. Okay. Hier. Okay, tschüss Leute, ne? Ich gehe sterben. Und bin tot. Geil. Schön langsam und qualvoll. Am roten Fleisch gestorben. Da. Adi, Schlafsack, Spawn. Neko, wer ist jetzt da, Alter? Wieso? Die Trommel ist übers geil. Wie das aussieht. Okay, so Rüstung anziehen und dann geht's drauf da. Ich bin der krasseste Drummer EOS. Oh, das glaub ich dir gerne. So, wo sind die Typen jetzt? Da vorne waren sie gerade. Ich zerstöre. Da, ich sehe. Ich mach dich kaputt. Er hat einen Raketenwerfer, ich habe ihn fallen gelassen. Er ist fast tot, denke ich mal.
Shit, er hat einen Raketenwerfer. Einigen wir uns auf Frieden? Einigen wir uns auf Frieden? Lol. Ich? Halt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß, dass ihr sniped. Alter, er trifft nicht mal mit einem Raketenwerfer. Ich hab ihn gekillt. Hatten die guten Stuff? Oder hatte er guten Stuff? Eine komplette Pelzrüstung, Raketenwerfer mit 6 Muni, eine Sniper mit bisschen Muni. Oh, 3 Bärenfallen. Ah, es geht, ne? Kann man sich mal gönnen. Okay, ich bin wieder da. Wo soll ich das ganze Fleisch hin tun, was ich geholt habe? In den Grill oben, in der oberen Etage. Okay. Okay, Leute, die Legende ist jetzt auch schon weg und ich beende jetzt hier an dieser Stelle mal endlich das Video von heute. Wir sind schon bei 4 Stunden Aufnahme. Und ja, ich habe jetzt hier halt noch ein bisschen Muni halt gecraftet. Das machen wir jetzt noch eben schnell in die Turret rein. Dafür gibt es ja hier extra eine gute kleine Mod auf dem Server. Dafür muss ich jetzt aber erstmal noch kurz den Rex wegparken und T-Bone noch ein bisschen auf Movement Speed skillen. So. Weil die nervt mich schon die ganze Zeit, da war die ganze Zeit überladen, weil ich halt so überladen war. So, dann hier, zack, hochklettern. Hier ist der Ammo-Pool. Muni rein. Und die wird hier rausgesogen und dann in die, da oben in die Turrets reingepackt. Also überall in die Turrets. Und ja, Leute, das ist eigentlich für die heutige Folge. Wir haben einiges geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.